Moin Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, nehme ich heute mal in einer etwas anderen Konstellation auf als sonst. Das hat aber den Grund, dass ich mich vor kurzem dazu entschlossen habe, hier noch ein weiteres Format für euch auf meinem Kanal zu zeigen. Genauer gesagt handelt es sich um Reviews von Schuhen, die ich mir vor kurzem geholt habe und wo ich glaube, dass euch auch meine Meinung interessieren könnte. Heute geht es explizit um ein paar Schuhe, bei denen ich schon in meinem My Releases Video gesagt habe, dass ich es mir unbedingt holen möchte. Tatsächlich waren die Sneakergötter, genauer gesagt Soulbox, auch wirklich gnädig zu mir und ich konnte mir diesen Schuh tatsächlich auch für Retail sichern. Es handelt sich um den Air Max One Treeline oder auch besser bekannt als Air Max One Skunk. Damit ihr aber wisst, worüber ich rede, hole ich ihn einfach mal kurz ins Bild. Es handelt sich nämlich um dieses wunderschöne Exemplar von Air Max Ones. Es ist ein einfach sehr dezenter Colorway, der wirklich stimmig und auch clean ist und dementsprechend auch wirklich gut kombinierbar ist. Insgesamt muss ich auch dazu sagen, dass ich wirklich positiv überrascht war, als ich den Karton aufgemacht habe, weil man kriegt ja nicht immer wirklich das, was man auch versprochen bekommt. Die Fotos werden aus verschiedenen Perspektiven und im perfekten Licht aufgenommen oder tatsächlich auch nachbearbeitet. Bei diesem Schuh kriegt man aber wirklich das, was man versprochen bekommt und dementsprechend war ich auch wirklich zufrieden. Wir haben hier verschiedene Farbnuancen von Braun und Beige, zusätzlich kombiniert mit Pink und Grün, was für mich einfach wirklich sehr, sehr stimmig ist. Dazu muss man leider auch in der jetzigen Zeit sagen, ist die Quality Control von diesem Schuh wirklich in Ordnung. Denn ich habe einzig und allein einen Factory Floor hier vorne an der Toebox, wo ich hier ein bisschen Kleberrückstände habe. Mich persönlich stören so Kleinigkeiten jetzt aber nicht wirklich, weil ich den Schuh natürlich auch anziehen möchte und da wird man früher oder später dann sowieso ein paar Gebrauchsspuren haben. Insgesamt bin ich also wirklich zufrieden mit diesem Schuh. Damit ihr euch jetzt aber auch mal ein bisschen ein eigenes Bild davon machen könnt, habe ich mich nach draußen begeben und habe für euch ein paar Nahaufnahmen aufgenommen. Diese sollen dazu dienen, damit ihr das Ganze einfach besser selber einschätzen könnt und dementsprechend möchte ich hier mit meinem Gelaber einfach auch mal kurz Stopp machen und ihr könnt euch euer eigenes Bild machen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr konntet euch hier wirklich ein vernünftiges Bild von diesen Schuhen machen. Ich bin der Meinung, dieser Schuh steht vielen anderen Air Max Modellen in nichts nach und ist definitiv dementsprechend auch eine gute Alternative. Zusätzlich finde ich, ist er mit einem Preis von derzeit knapp 180 bis 200 Euro je nach Size wirklich ein Schnäppchen für das, was man bekommt. Die Qualität ist wirklich voll in Ordnung und dieser Schuh ist auch im Vergleich zu anderen Air Max Modellen, genauer gesagt auch anderen Air Max One Modellen, wirklich unfassbar gemütlich. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier hinten noch den Air Max One Putter. Ich muss sagen, dieser Schuh jetzt, der Air Max One Treeline, ist einfach wirklich noch gemütlicher als der Putter Air Max. Dementsprechend hier von mir eine klare Kaufempfehlung. Und auch an alle Air Max One Sammler da draußen, hier definitiv eine Überlegung wert, diesen Schuh mit in eure Sammlung aufzunehmen. Und auch für alle anderen, die dieses ganze Thema Air Max One jetzt noch nicht so betrachtet haben, auch hier wirklich ein interessanter Schuh und schaut ihn euch gerne mal an. Derzeit weiß ich nichts über einen Sneakers Drop in der EU. Ich meine, er wäre schon etwas weitläufiger in den USA gedroppt und hier tatsächlich in Deutschland weiß ich nur was von Soulbox.
Daher könnte es natürlich sein, dass man diesen Release auch noch sieht und hier die Chance besteht, dass man den Schuh für Retail bekommt. Ich persönlich würde mich da aber nicht wirklich drauf verlassen, denn wir sind inzwischen bei einem knappen Monat später und wir haben immer noch gar keine Meldung zu diesem Schuh bekommen. Daher würde ich behaupten, wird es vermutlich keinen weiteren Release von diesem Schuh geben. Außerdem bin ich der Meinung, wenn vielleicht noch mehr Leute auf denselben Geschmack kommen wie ich, könnte es durchaus sein, dass dieser Schuh nochmal einen kleinen Sprung macht. Daher, wenn ihr ihn haben möchtet, überlegt es euch, ihr könnt ihn jetzt für ein paar Euro mehr über Retail bekommen und ihr kriegt hier definitiv was Vernünftiges. Das war es jetzt aber zu dem Review von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn es so ist, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr unterstützen. Und wir sehen uns dann in meinem neuen Video nächste Woche. Bis dann, Leute, wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Haut rein!